Pack schon mal das richtige Transpi aus. So. Ja, genau so. Ja. Wollt ihr das vielleicht erst machen? Genau so. Okay, dann gehen wir einmal los. Können wir das vielleicht so lange abmachen, bis ich gehe? So. Alles klar. Ja gut, herzlich willkommen. Mein Name ist Mario Stelzmann. Ich bin der Geschäftsführer von der Koordination gegen Bayer gefahren. Die Koordination gegen Bayer gefahren hat jetzt die Kampagne Glyphosat stopp jetzt begonnen, um zu thematisieren, dass Glyphosat jetzt endlich vom Markt muss. Wir haben jetzt gerade den Vergleichsversuch von Bayer in den USA gehabt, wo sie versucht haben, mit kleinsten Beträgen viele Leute abzuspeisen. Und genau, wir haben diesen offenen Brief zusammen mit einigen anderen Organisationen verfasst. Gezeichnet haben neben uns die Aktion Agrar, Block Bayer, der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, Fridays for Future Leverkusen, das Institute for Responsible Technology, James Hayes, ein Glyphosat-Geschädigter, Slow Food Youth Deutschland, das Pestizid-Aktionsnetzwerk, also PAN Germany, das Umweltinstitut München und das Wir haben es satt Bündnis. Das ist ein großes Bündnis von großen agrarpolitischen Organisationen, die jedes Jahr eine Großdemonstration zu diesem Thema veranstalten. Unser Thema ist die Einigung in den Mediationsverfahren zur Beilegung der Klagen von Glyphosat-Geschädigten in den USA. Damit sollen drei Viertel der anhängigen 125.000 Krebsklagen abgeschlossen werden. 1,25 Milliarden hält Bayer davon für potenzielle künftige Vereinbarungen mit Personen vor, die an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sind. Dieser Betrag hört sich, und das ist durchaus im Sinne der Bayer PR, nach einer riesigen Summe an. Aber für die Krebspatientinnen sind das nur erbärmliche Brotkrumen. Die US-amerikanische Journalistin Carrie Gilliam hat dazu gesagt, dass nach Abzug der Anwaltshonorare und Kosten einige Klägerinnen nur sehr wenig Geld erhalten werden. Besonders wenn man das mit den großen Urteilen vergleicht, die jetzt beispielsweise Dwayne Johnson bekommen hat. Der Bayer-Konzern leugnet weiterhin beharrlich und wider alle offenkundigen Beweise seine Verantwortung und die seiner Tochter Monsanto für die durch das Glyphosat angerichteten Schäden. Auch im aktuellen Vergleich findet sich keinerlei Eingeständnis einer Schuld oder eines Fehlverhaltens. Das hat Bayer auch öffentlichkeitswirksam mitgeteilt. Neben der moralischen Bankrotterklärung ist die weitere Produktion von Glyphosat auch ökonomisch potenziell eine Katastrophe. Zwar wurde der jetzige Vergleich mit dem Ziel abgeschlossen, das Kapitel Glyphosat im Sinne der Großaktionärinnen abzuschließen. Jedoch sind allein in den USA noch ca. 35.000 durch den Vergleich nicht abgedeckte Klagen anhängig. Auch ist es höchst fraglich, ob die von Bayer veranschlagte Zahl von neu hinzukommenden Verfahren gehalten werden kann. Nicht zuletzt deshalb, weil der Konzern in unverantwortlicher Weise an der Herstellung des Pestizids festhält. Bei einer jährlichen Produktion von 770.000 Tonnen kommen täglich neue Geschädigte in großer Zahl hinzu. Ein beträchtlicher Teil der Opfer des Bayer-Pestizids lebt nicht in den USA, sondern in Europa und vor allem in Lateinamerika und hatte bislang keine Möglichkeit, vor Gerichten eine Entschädigung zu fordern. Es wäre also klüger und weitsichtiger, einen Kurswechsel einzuläuten und Glyphosat nicht noch mehr Schaden für Mensch, Tier und Umwelt anrichten zu lassen. Und deswegen fordern wir mit diesem offenen Brief vom Vorstand des Bayer-Konzerns, Glyphosat sofort stoppen, Betroffene und Familien entschädigen. Stellen Sie die Produktion und den Vertrieb von Glyphosat unverzüglich ein. Beenden Sie sofort jegliche Werbung und jegliches Lobbying für Glyphosat. Zahlen Sie den Geschädigten ihres Produktes Glyphosat sowie deren Familien und Hinterbliebenen gerechte Entschädigungen für das erlittene Leid und die gesundheitlichen Schäden und Folgekosten. Öffnen Sie die Akten, lassen Sie die Öffentlichkeit unvermittelt teilhaben an Ihren Überlegungen zu dem Mittel Glyphosat. Leben Sie auch sämtliche Methoden der Fake Science und Wissenschaftsmanipulation offen, die Sie angewendet haben, um Glyphosat auf dem Markt zu halten. Gut, das ist der offene Brief. Den werden wir dann jetzt an Bayer übergeben. So.
bekommt er in einen Umschlag. Zack, da ist er. So, dann versuchen wir mal unser Glück, ne? Guten Morgen. Wir haben hier einen Brief für den Vorstand des Bayer-Konzerns. Dürfen wir den übergeben? Nehme ich gerne an. Ja gut, dann gebe ich den... können Sie... Von mir keine Fotos. Okay, alles klar. Gut, dann, dann machen wir nochmal so. Das können Sie gerne machen. Kann vielleicht jemand von Bayer selber den entgegennehmen? Oder? Ich nehme den entgegen. Ich habe die Berechtigung dazu, den entgegenzunehmen. Aber von mir bitte keine Aufnahme. Okay, gut, dann übergeben wir den offenen Brief. Alles klar. Alles klar, dann wünschen wir noch einen angenehmen Tag. Schönes Wochenende. Danke, tschüss. Ja.